soon as possible. Stay close to the portal. Wir gehen jetzt mal rasten, oder? Dass wir das können. Okay. Der Kampf beginnt gleich. Mal ein Foto in dem andere Welt gebaut. Okay. Du spielst Musik im Portal. Alter, sind das viele. Ja. Soll ich einfach da Züge verbleiben? Vier Züge verbleibend. Okay. Soll ich würde spontan meinen, ich stelle Roy Lee dorthin und dann ignorieren wir den Schein. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob sie sich einfach durchteleportieren können und wir müssen das Ding hinten verteidigen. Also alle Bogenschützen müssen auch mitsterben. Schattenkreuzung, stimmt, das Ding hat Leben, 142. Yes, yes. Und wir dürfen auch nicht weggehen. Ich leg mich aber mal hin, einen erfolgreichen Reststream, Mr. Schwarzberg. Danke, schlaf gut. Gute Nacht. Okay, aber du könntest theoretisch einfach hier eine Feuerwand da unten ziehen, so einmal. War ja meine Idee, ja. Hier ist hier. Oder so. Na, da könnt ihr ja trotzdem hochlaufen. Ich würde tatsächlich einfach von da bis da machen. Und alles, nee, was halt. Dann mach aber ein bisschen weiter unten, mach von hier bis hier. Einfach weil die hat ziemlichen AOE-Effekt. Jetzt, dass wir nicht mit verbrennt, das ist eine gute Idee. Okay. Dann du, mein Freund, ich habe gehört, Boxen ist toll. Und dann kann ich dich leider. Wieso kann ich dich nicht werfen? Ach, das war die Bonusaktion schon mit. Ja. Dann. Okay. Schade. Aber dann muss ich trotzdem zurückgehen. Au! Das hat weh. Das hat sehr weh. Aber na gut, I guess. Aura des bösen Vergessens. Wenn der Todesalb nicht sich in der Nähe befindet, werden alle Lichtquellen in der Nähe ausgelöscht. Interesting. So. Das sind zum Glück alles Nahkämpfer. Soll ich mit Roy Leash nach vorne rennen, um die, um das zu halten? Oder, wait, actually? Ich habe was Besseres, um das Zeug zu halten. Aha. Oh, aber ich stehe noch da! Achso. Okay, das ist in Ordnung. Ich hab keine Lösung gerade. Immer mit der Ruhe. Ich hatte schon Angst. Okay, das ist in Ordnung. So. Warte, ätherisch. Okay. Uff. Lebensentzug. Trefferpunkte Maximum um 2W8 verringert. Die Kreatur stirbt, wenn ihr Trefferpunkte Maximum auf 0 verringert ist. Hat Smoto Mode abbekommen. Okay. Aber ja, ich glaube, ich werde einfach nachher die Flammenwand da hinsetzen und hoffen, dass das reicht. Ich würde auf den Todesalben noch einen großen Spell setzen. Wenn du einen der Todesalben umboxst, wäre das richtig nice, weil sonst komme ich vielleicht nicht weg. Ohne zu sterben. Okay, dann so. Nicht. Das heißt, ich nehme jetzt diesen Schatten hier. Aber dann kann ich keine Feuerwand mehr machen, oder? Ja, dann kannst du noch zurückgehen. Okay, danke. Dann gehst du einfach wieder. Yes, yes. Kann sein, dass du da noch brennst. Ich kann versuchen, dich da okay. Nicht zu setzen. Okay. It's Roy Lee. He doesn't give a fuck. Ich habe sogar noch 10 Zusatzleben. Gerade. Weiß nicht, wie hart das Feuer dich treffen wird, Andreas. Aber und, musst... und wenn schon, dann... mit Musik. Nice. Ich habe übrigens Bongos für uns gefunden vorhin. Ah, meinst du, machst du was Sinnvolles? Wie ist es? Kannst du nur. Schrecklich, ich weiß. Die ganzen Pilger haben übrigens. Nicht die ganzen, manche haben nur ein Leben. Could you fucking not? Ich bin überladen. Ich kann mich nicht bewegen. Warte, Karlach, du brauchst mal Dinge! Alter, ich habe so niedrige Tragekapazität, das geht doch gar nicht. Kostet mich das irgendwas, wenn ich das. Boom. Einfach mal auf den Kopf geben. So. Senden an. Ah, da, an Karlach. Okay. Das egal. Hat nichts gekostet. Ja, sehr gut. Kannst du falls auch einen Geschwindigkeitstrank übrigens trinken, wenn du da dich jetzt. Dann kannst du dafür sorgen, dass du wegrennen kannst, plus nochmal deine Feuerwand casten. Ja, aber erstmal muss ich überhaupt wieder laufen können. Das macht Sinn, ja. Wir könnten Lump rufen, Andreas. Das wäre auch eine Option. Lump gegen die Finsternis. Aber
Eigentlich gegen die Finsternis setze ich die Welt in Brand. Das stimmt, das stimmt. Das macht viel mehr Sinn. Stimmt, wir können ja noch mit irgendjemandem Lump rufen. I mean. Aber das können wir auch einfach beim nächsten Mal machen, also beim nächsten großen Kampf. Also ich glaube nicht, dass wir ihn hier brauchen, to be fair. Okay, ich gehe mal kurz zuerst zu essen, Mann. Mach das, ich glaube, ich kann gleich wieder laufen. Ah, ungefähr, bis jetzt war von den Gegnern insgesamt 2 Leute dran. Von 10. Auch wieder war, yes. Aber das wird schon machbar sein. Da bin ich sehr sicher. Die Kingdoms kann Andreas verkaufen, kann ich ihn dafür blamen, wenn er es macht. Hier genauso ist das Gold schwer. Fuck, mein Gold hat Gewicht. Ah, gib was Kralach. Kralach hat eh so wenig Geld. Nice. Schon überladen verloren. So, die Idee von Andreas war gar nicht mal so schlecht. Wenn ich mal 20 Geschwindigkeit mir gönne und dann da schnell wegspaste. Aber eigentlich sollte eh nur einer angreifen. Das sollte ich eigentlich hinbekommen können. Ah, und er greift einfach nicht an. Das ist auch in Ordnung. So, jetzt schauen wir mal ganz schnell nach. Wir haben Feuerwand. Die braucht eine Aktion. Das heißt, ich setze mich zuerst selber in Brand, weil this guy is on fire. Und dann nutze ich mein Feuer, um richtig hart zu burnen. Hans, wir sollten keinen Lump rufen. Warum? Er ist nicht gegen Schattenfluch immun. Ich wollte jetzt nicht unbedingt gegen schattenverfluchten Lump kämpfen. Das ist korrekt. Ich kann nicht höhen. Doch, kann ich. Warte. Ah, da ist Wasser im Weg. Dann machen wir das von da dahin. Dann geht es wahrscheinlich nicht hoch. Ich kann das nicht ganz so geil machen, wie wir es gern hätten. Okay, dann machst du einfach noch eine zweite Feuerwand. Ach, du kannst das auch schon, du hast den Spell wahrscheinlich, ne? Ich hätte einen Schutzroller gefunden. Ah, nice. Da. Burn! Den Rest musst du machen. Ausgelöscht. Oh, so kommen die Schatten ganz töten. Oh. Witzig. Oh no. Ich glaube, es hat funktioniert. Ja, aber die da hinten, die schattenfluchten Hafen. Oh mein Gott. Aber jetzt die Hafner müssen wir mit boxen. Das heißt, das sehe ich ein. Wie viel Leben haben die? Die haben relativ viel. Die stehen halt sowas von den Leinen gerade. Oh mein Gott, das stehen sie wirklich. Bist du. Also wie lang die Leiste ist, wann bist du dran? Ich weiß es nicht. Man kann oben scrollen, oben links. Aha, okay, wer ist dran? Die Schatten sind erstmal Kardach. Ich habe nichts für in Leinen so wirklich. Wobei, warte mal, wenn ich auch. Warte, ich gebe dir einfach mal. Willst du ein Feuerball? Willst du ein... Ich hab... Was ist das Feld? Ich habe tatsächlich nichts Gutes dafür. Also ich, ganz ehrlich, vor dir sind nur der Todesalb dran, der brennt, und der Schatten dran. Wenn wir einfach die boxen, bist du sowieso dran. Ich meine, ich kann dir auch einfach die Feuerwand geben. Aber die kannst du machen, du machst wahrscheinlich mehr Damage als ich. Okay, dann gebe ich die an Schatten, aber... Ja, genau. Das habe ich mir gedacht. Aber ich kann mal eine wilde Magie machen und schauen, was so rauskommt. Oh ja. Randomness! Schutzschilder! Du bist eins von allen in der Umgebung. Oh, that's nice! Jetzt noch irgendwas, was AOE-Damage macht, habe ich gehört. Oh ja, nee, warte, dann bin ich einfach hier. Hey. Ich kann dir ein Fass geben. Das werden wir mit explodieren. Stimmt auch wieder. Das haben wir schon mal probiert. Aber ich kann einfach die Typen da zur Seite boxen. Schade, die können nicht gestoßen werden. I forgot. Fucking Faggot. Fogo. Ja, aber jetzt verbrennen die vielleicht einfach? 10 Schaden, schade. Nice try though. Weil die lassen sie gefuckt. Okay, aber wir machen eine schöne Mauer. So, jetzt darfst du die Get It In Line Flammenwand machen. gegen die Finsternis setzt sich die Welt in Brand. Schön. Luftrolle, Flammenwand. Ja. Es gab noch nie so einen schönen Moment wie ein Flammenwand wie das hier. Uff. Uff.
Wie die Leiste oben einfach kürzer wurde. Deleted. Und Heißling kommt wieder und so, warum ist der Schattenfluch weg? Ich hab gar nichts gemacht. Alles brennt. Das ist eine gute Idee. Damit wir irgendwie auf die Hafner da hinten rankommen, weil die sind noch nicht verbrannt. Das ist die einzige sinnvolle Option, wie ich sehe, dass wir die in die Hafner. Ja, die Theorie hätte ich mit Kala draufschießen können, bei Fernkampf und so, aber ja. Aber jetzt, mit Feuer löscht die komplett aus. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Okay, das steht noch. Gehen wir noch ein Stück zurück, dass ich nicht dauernd brenne. Yes, yes. Ab und zu ist okay, dauernd wäre ungünstig. So, dann lassen wir es mal brennen, würde ich sagen. I guess. Ich hätte sogar noch eine Bonusaktion. Aber das Problem ist, jetzt rennen die halt auch alle nicht ins Feuer, sondern wahrscheinlich zu der Waffe. Aber ist auch okay, sagen sie nicht zum Ding kommen. Oh mein Gott. Nice idea. Let them burn even more. Wait. Ah nein, das Öl der Verbrennung ist auf meine Waffe gepackt. Yes, yes, ja. Deswegen, falls sie ankommt, schlägst du mit Feuer zu. Yes, yes. Ich meine, ich könnte theoretisch noch nach vorne rennen in diesen Schatten da. Dann schießt du mit Feuer. Nee. Alles gut. Der verbrennt doch noch. Ansonsten töten wir ihn. Okay. Ansonsten greift der Roy Lee an, was irrelevant ist. Yes, yes. Ich habe einen Feuerball. Ich glaube, hier hinten fehlen irgendwie noch so ein bisschen. Yes, yes, das ist noch nicht heiß genug. Burn, Motherfuckers! Mentale Erschöpfung. Das sehe ich ein. Allein für jeden weiteren verbleibenden Zug ermaßen wir uns einfach Rettungswürfen. Schade. Ja, ne, das war auch ein schöner Zug. War echt Damage. Ja, die werden jetzt ins Feuer gerannt. Ist okay. Du hast auch noch mehr gespawnt. Komm, Feuer. Jetzt dann Feuerball. Alter! Jetzt ein Feuerball, wa? Ich hab noch Schriftrollen. What the fuck, Jungs? Ich töte erstmal den vor uns, würde ich sagen, oder? Soll ich das hier mit Roy machen? Ja, das macht mehr Sinn. Dann mach das erstmal, wenn ich keinen Nachteil habe. Bist du schon dran? Ich nehme das als ja. Oh, ich habe Flammen, den Angriff drumherum. Hast du 124 Stop. Damage? Egal. So. Ich habe einen Pfeil. Ich würde mit Button noch einen Feuerball casten. Kannst du? Ja. Dann mach. Dann warte ich, bis du gecastet hast. Burn! Ich muss nur gucken. Vielleicht hast du einen größeren Radius. Ich weiß nicht, ich habe nicht so einen großen. Ich bin auch dran. Stimmt. Soll ich dir die Schriftrolle geben? Ja, mach mal. Was hat eigentlich Smodemod für Schriftrollen? Was für Schriftrolle? Brennende Hände. Warte, hast du schon gegeben? Ansonsten, ich habe einen Eissturm, der genau richtig schön alle trifft. Soll ich einen Eissturm machen? Ich treffe alle. Du triffst alle. Wirklich also, alle. Also nicht die drei, die vorne stehen. Nee, warte, lass mich mal zuerst. Dann mach du. Okay. Ich mach mal, ne? Okay, gut. Aber da kommen noch mehr. Trust me. Das wird gut. Und die werden alle ausrutschen. Soll ich die unten nehmen oder die oben? Die Bogenschützen. Auf jeden Fall die Bogenschützen. Ja, stimmt. Bogenschützen. Jetzt hast du aber Konzentration auf die Feuerwand verloren. Stimmt, das macht Sinn. Scheiße. Du bist so schlau. Oh, das Eis schmilzt auch einfach komplett wieder. Das war dumm. Dann war es nicht so schlau, ja. Egal, wir sind einmal bei Feuer dabei, habe ich gehört. Ich kann die Schatten kurz mal nicht heilen. Das macht Sinn. Mhm. Was? Wie? Oh no. Egal, Hauptsache ich krieg auch Damage. Weil ich ihn nicht treffen wollte, hab keinen bekommen. Oh, ich hab eine Idee. Ich hab eine vielleicht gute Idee. Nein! Fuck, da war noch jemand. Den habe ich übersehen. Was hast du getan? Hund. Ich wollte den einen, die eine schattenverfluchte Hafnerin da noch umlegen, aber der war nicht mehr. Wieso rennt sonst Feuer? Warum sind die immun gegen Brennen? Fuck, ich brauche mal Heilung. Das war nicht schlau. Ich hoffe, das weißt du. Karlach,
Ah, okay. Ja, dann war irgendwas im Mund gegen Brennen und ich weiß nicht ganz wieso. Okay, kann ich noch irgendwas werfen? Ah, die haben Feuerresistenz, die flammende Faust. Das ergibt Sinn. Dann, du hattest doch irgendein Item, was Leute angezogen hat. Das könnte man dahin werfen, dass sie ein bisschen auf dem Platz sind. Aber die rennen jetzt eh alle gleich. Rennen, werfen wir nächste Runde. Ich glaube, okay. Jetzt ist es erstmal sinnvoll, wenn sie sich wieder sammeln. Ah! Es kommt mehrfach. Das ist ein. Stimmt, das ist ein Ice Storm. Das ergibt Sinn! Okay. Die haben es zumindest probiert, würde ich sagen. Fuck, die Typen müssen sterben. Okay, der Proto-Droidi. Alles gut. Ah, guck mal, Feuer macht hell. Anti's burning. Jawohl, Konzentration nicht fehlgeschlagen. Okay, das ist schon gut. Alter. Yaki, umgefallen. Sport. Umgefallen. Der passt so. Ja, das ist der Weg. Behalten. Okay, Roydi macht die einfach alles vor mir erstmal wieder boxen. Mit exakt, genau. Sehr schön. Die explodieren übrigens, wenn sie sterben. Ich kriege alle Damage davon. Ah, okay. Aber das haben wir, jetzt können wir nichts ändern. Ist halt so. Ich würde einfach weiter boxen. Ja, box weiter. Du hast eine Ölverbrennung. Wir kriegen vielleicht von dem Öl der Verbrennung Schaden. Das macht Sinn. Weil wir sind auch gerade fast tot. Das heißt, darf ich jetzt nicht nochmal draufhauen, oder? Yes, wahrscheinlich nicht. Kannst du mit Schattenherz nochmal heilen? Ich kann ihn auch töten vor uns. Dann kannst du vielleicht lieber noch was werfen oder so. Ich hab noch ein. Unten heilen. Schade. Hab bloß noch Single Target. Nee, der Typ hat auch noch. Macht auch noch Damage. Okay, wir müssen trotzdem heilen. Das ist jetzt, also. Das war ungünstig. Ey, hätte ich auch selber heilen können. Nein, das ist ziemlich viel. Oh. Haben wir irgendwo AOE vor uns? Die Flammenwand. Wir haben doch Heiltränke. Andreas, wir sind schlau. Wir müssen das gar nicht machen. Ich habe doch letztens gesagt, wie das geht. Hast du noch Heiltränke? Und du willst sie auf den Boden werfen? Ja, einfach in die Flamme vor uns. Das klingt dämlich, aber es funktioniert. Hoffentlich. Da, Heiltrank. Weil ich habe einen kleinen Heiltrank, aber können wir es zuerst ausprobieren. Ich habe einen Trank der mächtigen Heilung. Das Blaue ist das, was heilt. Wenn wir da reingehen, könnten wir uns heilen. Ja, da gibt es aber auch Feuerdamage. Yes, aber wir könnten Alchemistenfeuer vor uns werfen. Ich will einfach mal mit Schatten erstmal noch was trinken. Yes, mach das. Okay, Roy Lee bleibt wahrscheinlich einfach da stehen, oder? Ja, wahrscheinlich. Macht am meisten Sinn, ne? Kann nochmal durchschnaufen. Yes. 18, ich bin wieder full high. Zumindest Roy Lee steht am Ende noch. Yes, ich sag dir, nach der Runde ist alles tot. Wirklich alles, bis auf Roy Lee, der einfach völlig entspannt dasteht. Fast full life. Kann natürlich sein. Ich habe noch eine chromatische Kugel, die kann doch auch explodieren, ne? Wir haben eben bloß noch eine Runde. Das ist die letzte Runde. Okay, aber ich würde trotzdem die Hafen versuchen auszuschalten. Wahrscheinlich müssen wir danach immer noch alles andere töten, nehme ich an. Kann man sagen. Aber ich meine, wenn jetzt wirklich der Schatten damit aufhört, dann. Das stimmt, dann sollten eigentlich alle weg sein. Ich probiere es einfach mal, noch so ein bisschen Damage reinzuhauen. Ich habe Wasser getan. Das Eis hat meine chromatische Kugel aufgehoben. Wir haben jetzt Wasser, Andreas, es geht doch. Was irgendwas Donnerndes. Trotzdem belastend, dann halt nicht. Egal, friert wieder ein und brennt. Und liegt. Das ist verdorben hier aus. Das ist halt wirklich super dämlich. Sporten! Bam!
Oh, er hat es geschafft! Er hat es geschafft! He did it! Yay! No, he did not. Spocken! Und eine schafft's! Okay. Okay, wir müssen die schießenden Hafner irgendwie wegbekommen. Yes, yes, ich kann schießen. Das, Okay, ich würde mit Roy Lee einfach den Typen mit einem HP vor mir... Soll ich den überhaupt noch boxen? Der hat ein HP und ist... Ja. Not one, Boss. Nehmen einfach mal mit. Wir explodieren wieder alle. Wir hätten einfach schubsen sollen, Andreas. Hätte ihn schubsen sollen, ja. Fuck! Geht der Fehlschlag. Soll ich mich einfach nach vorne teleportieren? Weiß ich nicht. Weil ich kann auch noch Spells machen und so, ne? Ich kann zum Beispiel diesen Hafner da, warte. Hast du noch irgendwas da, mit AOE? Ich kann ihn beleidigen. Was ist das AOE? Das ist Beleidigung AOE? Es würde Sinn ergeben, nein, es war kein AOE, aber es ist witzig. Mein AOE hat letztes Mal nichts gemacht. Dann geht aber die Flammenwand weg, das ist keine gute Idee. Hast du noch irgendeinen Spell, irgendeinen coolen? Weil den kann ich ja auch noch casten. Du meinst, als Schriftrolle? Ja, genau. Ja, Tentakel sprießen aus dem Boden, machen ihn zu schwierigen Gelände, greifen Kreaturen darin an und ersticken sie. Ich hab zerbersten. Das ist eine gute Idee, lass sie zerbersten. Schick, schick. Wer lebt denn noch? Ach, die liegen alle auf dem Boden und leben noch. Also, die meisten von denen leben. Du stehst, dann fliegst du ein bisschen nach hinten, würde ich sagen. Wir müssen ja gar nicht so viele gerade umbringen. Das sind ja eh nicht mehr so viele. Und wenn der noch länger laufen muss, ist ja auch okay. Ich habe Gedankenlesen getrunken. Ich wollte einen Heiltrank trinken. Egal, ich kann jetzt Gedanken lesen. Ich weiß, dass wir uns unboxen wollen. Ihr Gedanken sind töten, töten, töten. Okay, und einfach nur, du bist ein, du bist die Beute des Jägers. Du bist ein Opfer. So, let's try it again, meine Freunde. Oh, schade. At least you tried. No, schade. Du musst mal. Oh, Hals ist weg. Ich kann gerade nicht. Wir haben ihn. Okay. Wenn er jetzt in der fucking Flammenwand verbrennt. Das wäre sehr dumm. Dreadfully wrong. No. It can't be. Also tot? Ist der tot? No. But some part of him is. Wir haben da ein Kind gefunden. Hollow. I need to examine him back at the camp. Okay, come see us when you can. Das heißt, wir müssen jetzt alles im Lager machen. Gut. Rundenbasierter Modus! Willst du mal kurz das Feuer wegmachen? Ja! Deswegen habe ich rundenbasierter Modus geschrien. Dankeschön. Wait, die Gegner sind noch da übrigens erstmal. Eisen steht da, wo ist das Kind? Das ist so fehlgeschlagen, Eis. Kannst du dein Spell auch wegmachen? Er rutscht gerade auf Eis aus, er ist weg. Okay, ich würde mal das Eis noch da lassen. Ja, ja, das ist erstmal da. Soll ich mich heilen? Oder wer von uns braucht am ehesten Heilung? Aber ich krieg einfach Punkte, wenn ich jemanden töte. Das heißt, eher Schattenfluch. Und ich habe keine Feuerwand mehr, so kann ich jetzt auch Donnerblitze machen. Das ist nämlich auch ein AOE-Spell. Und da liegen ziemlich viele in einem Gebiet. Thunder! Ich habe ein bisschen Leben, du kannst. Okay. Wo ist der Schattenfluch des Lord? Da. Ich würde einfach mal den Schattenfluchten Zeloten da noch mitnehmen. Yes, yes. Also, ich hab auch noch einen starken Spell. Einen habe ich noch. Der da ist da ziemlich am Leben. Den boxen wir, glaube ich, ziemlich sinnvoll. Wie viel Loot wir auch einfach haben. Gott, das hat nicht geklappt. Wow. Wir hätten die Flammenwand nicht wegmachen sollen. Wir hätten jetzt noch sterben. Ich hoffe, es ist dir klar. Fehlschlag. Come on, Carla. Wir wollen die wirklich in das Eis. Ja. Dann vielleicht eher dahin. Dann rennen alle durchs Eis zu dir. Okay. Das hat erstaunlich gut funktioniert, Andreas. Yes, yes. Wir sind echt gut im Tower Defense. Wow.
Und jetzt nicht mehr. Aufräumen. Überhaupt nicht. Ah, jetzt ist es Wasser. Jetzt hättest du einen Blitz machen können. Yes, yes, ich weiß. Aber ich wusste nicht, dass wenn die... Ah, okay, scheinbar, wenn so ein Zelot stirbt oder Schaden bekommt, kommt irgendwie Feuer raus. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist mein komisches Öl. Ach, das scheiß Schwert. Ja, das macht mehr Sinn. Gut. Beim nächsten Mal. Wir haben noch hoffentlich vielleicht eine Runde. Außerdem friert es wahrscheinlich gleich wieder ein. Yes, deswegen gehe ich mal schon mal hin. Yes, sehr gut. Gut. Ja, dann warten wir eine Runde, wa? Und Rudy steht da. Im Gegensatz zu dem. Und auf den Typen, der nicht kommt, weil er zu inkompetent ist. Okay. Schlägst du zuerst zu? Ja, okay, das ist witzig. Ich meine, ich werde es dann auch gepritzelt, aber es hat Rudy. Jeder ist ein Gewinn. Ich weiß aber nicht, ob das mit Pritzel funktioniert. Lass mal schauen. Ja, funktioniert. Nice. Aber du hast kein Damage bekommen. Oh. Okay, es funktioniert genauso wie bei Divinity, nur langsamer. Theoretisch schockiert, aber praktisch I don't give a fuck. Killstil! Okay, ich geh mal aus dem elektrisch geladenen Wasser raus. Yes. Was regelmäßig gefroren wird. Okay, das war. Loot, I guess. Muss man den Schneesturm abbrechen. Oh, hier ist Falsen. Er läuft, er lebt wieder. Fenyel! Hi! Er ist gerade gelaufen! Daniel reagiert nicht! Was? Daniel ist gerettet! Ich hoffe, er ist nicht zu verbuggt. Das wäre sehr